Hallo Leute und damit willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101. Heute machen wir endlich mal wieder weiter hier in der einsamen Taiga. Und da unten ist eine falsche Quest ausgewählt. Zack. Ach stimmt, die Tolli der Zerstörer. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. Ist schon ein bisschen länger her, seit ich die letzte Folge aufgenommen habe, weil zwischendrin ja auch ein bisschen It Takes Two gelaufen ist und so weiter und so fort. Ich muss mich gerade wieder so ein bisschen dran gewöhnen, hier Aufnahmezeiten und so abzuändern, weil ich im Moment Nachtschichten habe. Noch bis zum Donnerstag, beziehungsweise bis zum Freitag um 6 Uhr morgens. Und das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit Schlafen und Aufnehmen und weiß ich nicht was noch alles. Deswegen muss ich mich mal hier ein bisschen umgewöhnen. Aber kriege ich hoffentlich alles irgendwie hin. Wir versuchen jetzt mal hier diesen Turm zu erledigen. Bevor wir das aber machen, kurz ein Blick in den Kronladen, ob sich irgendwas getan hat in den letzten Tagen. Sieht aber nicht danach aus. Ist immer noch dasselbe Zeug, was wir letztens auch hier drin hatten. Und weiterhin kein Celestia-Paket. Ach man, ey, wie lange sage ich das jetzt schon? Wie lange sage ich schon in den Let's Play-Folgen, dass ich mir das Celestia-Paket wünsche? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es immer noch nicht da und so langsam wird es mal wieder Zeit. Vielleicht ja wenigstens im August, ja? Im August sage ich schon, im Oktober. Das kann man ja vielleicht noch hoffen. Silbertruhe haben wir auch lange nicht mehr gemacht, aber vielleicht ist ja hier was Schönes drin. Na, schade. Ja, jetzt müssen wir warten, bis hier eine 4 kommt. Toll. Was ist denn das? Ach da. Und jetzt noch eine 5 hier irgendwo. Da drüben ist eine. Oh Mann, ey. Ich weiß gar nicht, ob die Belohnung schlechter wird, wenn man hier so Fehltritte hat. Ich denke aber eher nicht. Ein Sonnenstein und einen elektrisierten Schlüssel und Mithril. Das ist auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute. Ich glaube, diese elektrisierten Schlüssel kann man auch für viel Gold im Bazar verkaufen. Was man damit sonst macht, keine Ahnung. Ich glaube, irgendwelche besonderen Rezepte. Naja, gehen wir mal rein ins Vergnügen. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Ach, ich weiß nicht. Das ist halt so ein Ding, ne? Um 21 Uhr geht meine Nachtschicht heute los. Ich wusste, dass Sie jemanden... Ja, ja, den Dialog haben wir ja schon gehört. Um 21 Uhr geht meine Nachtschicht los. Und ich habe... Das werde ich nicht zulassen. Ich werde alles zu Asche verbrennen. Kann der mal aufhören zu labern? Gut. Und ich bin jetzt seit 3 Stunden wach. Und ich überlege, ob ich nochmal vorher schlafen gehen soll. Weil ich müsste halt jetzt bis 6 Uhr noch was halt durchhalten. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Wenn ich jetzt nicht nochmal irgendwie 1-2 Stunden pennen gehe, aber irgendwie... Das ist gerade so ein bisschen eine Zwickmühle von mir. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich lege mich dann nochmal so eine Stunde hin und dann hoffe ich, dass das dann reicht. Keine Ahnung. Das Ding ist, ich habe so selten Nachtschichten, ne? Meine letzte ist schon wieder ein halbes Jahr her oder so. Da bin ich den Ablauf noch nicht so gewöhnt. Ansonsten muss ich mich während der Schicht irgendwie wach halten mit, keine Ahnung, irgendwas. Softdrinks. Nee, Spaß. Oh Mann. Hä? Warum kann ich jetzt hier mein... Oh. Oh. Hä? Was ist denn... Hä? Wo ist mein Mana hin? Ja, das ist ja jetzt ganz geil. Hä, bin ich irgendwann mal geflohen in der letzten Folge irgendwann? Nee, eigentlich doch nicht, oder? Wo ist denn mein Mana hin?
Ja, toll. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz das Tränke auffüllen. Geht ja wieder gut los hier. Aber jetzt, meine lieben Freunde, ist It Takes Two, das Let's Play, endlich, ja, endlich abgeschlossen, kann man schon so sagen. Das ist ja jetzt auch schon seit ungefähr einem Jahr am Laufen gewesen und jetzt sind wir fertig geworden, tatsächlich. Freut mich sehr. Dann ist wirklich im Moment das einzige Projekt, was so wirklich hier läuft, Wizard 101. Und dann kann demnächst mal wieder ein zweites Projekt losgehen. Allerdings wahrscheinlich erst im November. Wenn, oh Gott, wenn Pokémon rauskommt, das wird dann der nächste Streich. Ja, ne? Es sei denn, ich mache zwischendrin nochmal mit Jockel irgendwas. Das weiß ich jetzt nicht. Da ist noch nichts geplant, aber er meinte, er hat Ideen. Ich weiß nicht, was er für Ideen hat, aber er hat Ideen. Wird sich zeigen. Aber ne, irgendwie, je mehr ich jetzt gerade über das Schlafen geredet habe, desto mehr Lust bekomme ich gerade, mich nochmal in mein Bett zu legen gleich nach der Folge. Naja, werde ich wahrscheinlich auch machen. Lieber ein bisschen zu viel schlafen als ein bisschen zu wenig, ne? Achso, ich wollte gerade. Ich bin ja auch übelst lost. Ich wollte gerade auf meinem Diensthandy Discord öffnen, aber das ist da ja gar nicht. Oh, kritisch. Schön. Man munkelt ja, dass die kritische Chance jetzt höher ist, aber wir wissen es nicht, weil man die Prozente nicht mehr einsehen kann. Naja. So, dann kommt jetzt wahrscheinlich schon der Boss. Oh ja. Was willst du eigentlich? Meinen Talisman der verbrannten Erde? Meinen Talisman? Da steckt doch sicher Schneebart dahin. Dieser miese alte Baum. Habe ich mir doch gedacht, dass der etwas aushält. Na schön. Ich werde ihn einfach einäschern. Nachdem ich dich eingeäschert habe. Der hat sogar ein Haustier mit dabei. Das scheint ja jetzt auch öfters mal an der Tagesordnung zu sein, aber sehr, sehr schön. Okay, Feuer von oben behalten wir natürlich und dann fangen wir direkt mal mit dem Klingensturm an. Wir werden einen Aschenhaufe, eine Asche, blub, ich, ja gut, nee. Ich kann kein Deutsch. Okay, er holt noch einen Feuerelementar. Oh. Nicht, dass er sich jetzt für jede Klinge, die ich mir mache, sich auch eine gibt. Das wäre ja ein bisschen krass. Versänger. Ja gut, da machen wir mal ein großes Feuerprisma. Wie wäre es mit ein wenig Feuer und Schwefel? Der hackt irgendwas aus. Okay, jetzt hat er sich schon mal keine Klinge gemacht. Also bei Fallen und Prismen macht er scheinbar nichts. Ah. Täuschen, schön. Das Prisma können wir schon mal. Ich mache noch mal ein zweites drauf. Nur für den Fall. Das ist schon wieder so ein Boss, der einfach nur jede Runde irgendwas labert. Man weiß nicht, was er vorhat, aber er
blubbert irgendwas hier. Naja, solange er keinen Ifrit benutzt, ist mir das eigentlich relativ egal. Hat aber einen coolen Angriff drauf. Und eine plus 30er Falle, okay. Krass. Damit hat er sich schon mal ein Prisma entfernt. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich finde es aber interessant, dass man jetzt seit dem Update diese Fäuste nicht mehr im PvP benutzen darf. Du weißt nichts über Feuer. Junge, ich habe bei Dahlia Flammea gelernt. Ich weiß alles über Feuer, was es über Feuer zu wissen gibt. Ah ja doch, jetzt macht er sich wieder eine Klinge. Ja gut. Dann scheint das schon so zu sein. Aber jetzt nur eine 30er. Okay. Schon wieder so ein richtig seltsamer Bosskampf. Aber wenigstens weiß man in Polaris nie, was einen erwartet. Gut, normale Feuerklinge. Wow. Was war das denn für ein Mega-Lag? Hilfe! Okay. Wovon ist denn das abhängig, wie viel Prozent seine Klinge da hat? Jetzt sind es wieder 45. Strange. Very, very strange. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass wir uns beeilen sollten, weil ich habe ein bisschen Angst vor dem Boss langsam. So, das behalten wir mal. Dann können wir mit Täuschen beginnen. Jetzt ruft er sich wahrscheinlich wieder einen Gehilfen herbei, aber das ist ja nicht so schlimm. Wenn er den eh irgendwann wieder opfert. So, weg damit. Denn wir werden es nicht so wahrscheinlich angreifen. Er hat ja wieder nur 10.000, das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4 Klingen.
die haben wir schon. Ja, dann machen wir jetzt noch den Feuerkessel und dann geht's langsam mal los. Weil die mir auch langsam ein bisschen zu viele Pips haben. Oh Gott. Da geht's schon rund. Ja, jetzt ist es natürlich sehr tempting, dass jetzt das Täuschen noch da ist, das Normale. Aber das sollte doch reichen, oder? Komm, probieren wir es. Bitte bring sie um, weil sonst werde ich sterben. Kritisch, yes. Sehr gut. War genau das, was ich jetzt gebraucht habe. 13.000. Boah, der sieht aber so cool aus, der Typ. Schön. Beautiful. Behauptet, dass mich der Talisman der verbrannten Erde unbesiegbar machen würde. Diese Schnettrianten beginnen eh mich zu langweilen. Erstmal gucken, ob es hier irgendwas Besonderes noch gibt. Sieht aber echt cool aus hier, der Turm. Wieder mal ein Ort, den ich gerne als Haus haben würde. Aber das geht leider nicht. Ach ja, toll, jetzt sind wir wieder hier gespawnt. Das war noch klar. Dann müssen wir halt hier den normalen Weg gehen. Ist jetzt bloß ein bisschen nervig, weil wir natürlich jetzt komplett wieder dahin laufen müssen. Ah Mann, 4 Seiten jetzt schon bei den Welten. Und es werden immer mehr werden. Die sind hier immer noch am Rumfeiern. Ach Mann, ey. Mann, ich bleib ständig irgendwo hängen. Schneebart, mein Lieber. Ich habe irgendwie heute ein bisschen Voice Cracks am Start, ne? Naja, was willst du machen? Oh, jetzt hoffe ich doch mal, dass wir hier den Weg Richtung Baba Yaga geöffnet kriegen. Aber irgendwie hoffe ich auch nicht, dass wir jetzt schon zu Baba Yaga kommen, weil die ist echt schwierig und ich weiß nicht, wann ich die als Bosskampf machen soll. Weil so spontan kriege ich ja jetzt keine Leute hier ran. Mal gucken. Du hast den Talisman der verbrannten Erde? Die anderen Schneetrianten werden etwas brauchen, bis sie es verstehen. Aber du hast uns gerettet. So, die Äste geben den Weg frei. Oh. Du kannst das verborgene Tal nun betreten, aber sei wachsam, Rindenlose. Die Hexe ist noch viel furchterregender als die Tolli. Eine gespenstische Ruhe liegt über diesem Teil des Waldes. Es scheint fast so, als würden alle Tiere den Atem anhalten. Hallo? Oh, hallo. Sieht so aus, als wärst du irgendwo falsch abgebogen. Wo willst du denn hin? Wow, du suchst nach dieser alten Hexe?
Entschuldige, aber das ist echt verrückt. Normalerweise gehen die Leute ihr nämlich aus dem Weg. Na, ihr Haus hast du ja gefunden. Aber die Hexe ist nicht da. Sie ist bestimmt in ihrem Garten. Allerdings würde ich sie nicht stören. Sie ist nämlich nicht sehr freundlich. Genau wie manche der Schneemänner hier. Die sind richtig fies. Natürlich nicht alle, aber von den Gemeinen würde ich mich fernhalten. Nun, ich kann dir schlecht was vorschreiben. Wenn du die Hexe aufsuchen möchtest, dann ist das deine Entscheidung. Folge dem ja, Garten, super. Kommst du zu ihrem Garten. Das Ding ist, wenn jetzt diese Folge rauskommt, habe ich die nächste Folge jetzt aus meiner Sicht praktisch schon aufgenommen. Toll. Trotzdem, Leute, ich mache dann in der nächsten Folge einfach irgendwas anderes. Und wenn ihr spontan mir oder Zeit habt, mir zu helfen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Am Donnerstag, den 8. September, um irgendwas zwischen 12 und 15 Uhr, wenn ihr da eventuell Zeit hättet, Baba Yaga mit mir zu machen, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare, weil alleine schaffe ich die mal wieder nicht. Die ist nämlich richtig krass. Mit starken Gehilfen und krassen Regeln und sowieso und überhaupt. Ne? Deswegen am Donnerstag zwischen 12 und 15 Uhr, da habe ich Zeit. Wenn ihr da irgendwas locker machen könnt, irgendjemand von euch, dann bitte schreibt's mir und dann könnten wir die zusammen erledigen. Alles klar, Leute. Dann würde ich die Folge jetzt an der Stelle beenden. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Hoffentlich finden wir irgendjemanden, mit dem wir das machen können in der nächsten Folge. Also in der übernächsten Folge jetzt aus eurer Sicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.